Ich habe hier ein Buch von einem Islamhasser aus dem Internet, der behauptet, früher mal Muslim gewesen zu sein. Ne? Und der benutzt dieses Buch hier und denkt, mit dem Buch könnte er voll die Leute widerlegen und hätte voll den Plan von der Religion. Und dabei ist er früher mit Jesidenkette oder Zoroastrierkette durch die Gegend gerannt. Ja? So. Und hier. So. Hier geht es darum, er behauptet, Mohammed hätte gar nicht, sein Name wäre gar nicht Mohammed gewesen. Mohammed, sein Name wäre gar nicht Mohammed gewesen. Er hat sich später diesen Namen gegeben, um sich damit mit Gott gleichzusetzen. Weil ein Name von Gott ist Al-Hamid, der Lobenswerte. Ja gut, Al-Hamid ist ein Name von Allah, aber Mohammed ist nicht ein Name von Allah. Aber das ist, um Leute, die keine Ahnung haben, durcheinander zu bringen. Das ist das, was er hier erzählt. Was er hier, wo erzählt er hier? Das erzählt er hier auf jeden Fall an einer Stelle. Und dann kommt er später mit dem Beweis. Später kommt er mit dem Beweis, warum das so ist. Genau. So. So, jetzt. Und ihr müsst immer wissen, solche Leute kommen ja mit total sicherem Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, das ist ganz einfach. Das ist so und so. Ich könnte im großen Detail auf die Kindheit Mohammeds eingehen, aber das ist nicht Sinn und Zweck dieses Buches, wenn nicht gleich ich ein paar kurze Referenzen nenne, um das, was ich über Mohammeds Geburt erzähle, zu stützen. Ja? So, dann. Wir können dazu Geschichten erzählen, aber ich werde versuchen, die Dinge nicht allzu kompliziert zu machen. Das ist Schauspielerei. Versteht ihr? Das ist Schauspielerei, um sich so darzustellen als völlig kompetent. Ja. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich mache es deswegen leicht für euch. So, jetzt. Ich werde ganz glasklar beweisen, dass Mohammeds angeblicher Vater Abdullah niemals Mohammeds, in Klammern Qasim, er hieß eigentlich Qasim, will er sagen. Qasim. Er will sagen, Mohammed hieß nicht Mohammed, sondern Qasim. Ja? Mutter geheiratet hat. Ich werde die Geschichte so zeigen, wie sie im Arabischen erzählt wird. So zeigen, wie sie im Arabischen erzählt wird. So, so. Okay, gucken wir mal, was hier steht. So, dann hat er hier den arabischen Text. Ja? Hier hat er den arabischen Text, Sira Halabiyya. Und hier hat er die Übersetzung. Hier hat er den arabischen Text und hier hat er die Übersetzung. Guck mal. Und ihr müsst wissen, so arbeiten die Leute, die den Islam widerlegen wollen. Sie lassen Sachen aus, fügen Sachen hinzu und so weiter und so fort. Man muss nur immer aufmerksam sein. So. Und er schreibt, ja, Sira Halabiyya. So. So. Lamma mata Qasim ibn Abdul Muttalib qabla maulid Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi thalathi sanin wa huwa ibn tis'a sanin وجد عليه وجدا شديدا فلما ولد رسول الله also von hier ja فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه قثم so also قثم ist gestorben und Abdul Muttalib war so traurig darüber, dass sein Sohn قثم gestorben ist, und als dann Mohammed geboren wurde, nannte er Mohammed قثم. Jetzt kommt die Übersetzung. Die Übersetzung ist, nach dem Tod von Qasim im Abdul Muttalib, Mohammeds Onkel im Alter von 9 Jahren, 3 Jahre vor der Geburt Mohammeds, war sein Vater Abdul Muttalib von so viel Trauer erfüllt, dass er dem Propheten, als dieser geboren wurde, den Namen Qasim gab. Guck mal, steht hier? Hier steht das. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich hier Punkte gemacht. Seht ihr die Punkte? Weil hier fehlt noch was. Er hat hier etwas vom arabischen Text gar nicht übersetzt. Das heißt, er hat es hier oben stehen, aber hier unten übersetzt er es nicht mit. Ja. Sama'u Qasim hatta akhbaratu ummuhu Amina annaha umirat fi manamiha an tusammi Muhammadan fasama'u Muhammad. Übrigens, Arabischfehler hier. Ist ein Arabischfehler hier. Das heißt, hier kommt dann danach,
Also er hat ihn Qasim genannt, das lässt er einfach aus, was danach kommt, bis seine Mutter Amina ihm gesagt hat, dass sie ihr im Traum befohlen wurde, ihn Muhammad zu nennen. Und so nannte er, also Abdul Muttalib, ihn Muhammad, Muhammad. Habt ihr es verstanden? Das heißt, er hat zuerst den Qasim genannt, der übersetzt nur bis dahin. Den Rest übersetzt er nicht. Bis ihm gesagt wurde im Traum, bis dann Amina gesagt hat, mir wurde im Traum, also der wollte ihn Qasim nennen, dann hat sie gesagt, direkt danach, nee, mir wurde im Traum befohlen, ihn Mohammed zu nennen, so nannte sie ihn Mohammed. Aber hier ist ein Arabischfehler. Fassamahu, das heißt nicht Samahu Muhammadun, das ist falsch. Hier steht, guck, jeder, der ein bisschen Arabisch kann, weiß, das ist ein grammatikalischer Fehler sogar. Fassamahu Muhammadan. Oder Fassamahu bi Muhammadin. Aber es gibt nicht Fassamahu Muhammadun. Das ist ein Arabischfehler. Und so gehen die, und jetzt müsst ihr mal vorstellen, solche Leute, die so hinterhältig sind. Das heißt, guck mal, wie kann ich Sachen fälschen? Indem ich etwas verändere, indem ich etwas hinzufüge oder indem ich etwas auslasse. Er behauptet hier in demselben Buch, dass Mohammed sich viel später selber Mohammed genannt hätte. Und hier steht, Fassamahu Muhammadan. Dieses F hier, Fassamahu, bedeutet direkt danach. Ist nicht wie Wabada Sanawat, nach Jahren oder irgendetwas, sondern das deutet darauf hin, dass das direkt danach kam. Also noch in seiner Kindheit, in diesem Moment, wo er ihn gerade Qasim nennen wollte, hat er ihn Mohammed genannt. An anderer Stelle sagt er, dass Mohammed sich selber Mohammed genannt hat. Und daran seht ihr, aber warum erzählt er das überhaupt? Was ist das Ziel hier? Weil ist ja egal, weil er behaupten will, dass Mohammed sich zum Gott erwählen wollte. Mohammed wollte sich zum Gott erwählen? Subhanallah. Wir wissen, dass der Prophet a.s.w. gesagt hat, La tutruni kama atrad al-Nasara ibn Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasulu. Übertreibt nicht im Lob zu mir, wie die Christen im Lob zu Isa übertrieben haben. Ich bin nur ein Diener, so sagt Diener Allahs und sein Gesandter. Einmal sagte jemand zum Propheten a.s.w., Ma sha Allah wa ma shi'at. Was Allah will und was du willst. Was sagte der Prophet a.s.w.? Weihak, aj'alta lillahi niddan, wehe dir. Willst du mich zu einem Partner neben Allah machen? Bel ma sha Allah wahda. Nein, was Allah alleine will. Kul ma sha Allah thumma shi'ta. Sag, was Allah will und dann, was du willst. Subhanallah. Damit wollte ich euch nur mal zeigen. Und das ist das Problem, was ich heute schon in der Freitagspredigt angesprochen habe. Diese Leute fälschen hier was, fälschen da was. Und wer keine Ahnung hat, sieht nicht, dass ein totaler Lügner ist, der Typ. Wenn ich weiß, dass Mohammed kein Name von Allah ist, sondern Al-Hamid ein Name von Allah ist, blickt nicht durch. Wer diese Hadithe nicht kennt, die ich gerade genannt habe, blickt nicht durch. Wer kein Arabisch kann, sieht gar nicht. So, wenn der so dreist ist, wenn der sich so auf die Dummheit seiner Leser verlässt, dass er sogar das arabische Original hier steht und bei der Übersetzung einfach auslässt, um es komplett zu fälschen. Ja, was meinst du, was er noch dort alles reinbringt? Da gibt es Koranverse. Allah sagt im Koran, Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat. Er ist derjenige, der das Buch auf euch herabgesandt hat. Zu diesem Buch gehören Verse, die sind muhkamat. Schau in irgendeine Übersetzung rein von irgendeinem Nicht-Muslim. Muhkamat heißt festgesetzte Verse, klare Verse. Wie übersetzt der? Muddilat, irreführende Verse. Und dann baut er seine ganze, dann schreibt er mehrere Seiten darüber. Hier, guck mal hier, was das für ein Quatsch ist. Hier, da steht irreführende Verse. Zum Koran gehören irreführende Verse. Du baust ja deinen ganzen Kram, den du schreibst, auf eine Lüge auf. Eine kleine Einführung in die Lügen der hinterhältigen Missionare, die versuchen, unsere Jugend durcheinander zu bringen. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.